Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Netflix geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Seit 2014 kann man in Deutschland offiziell Netflix bestellen. Netflix ist einer der größten internationalen bezahlungspflichtigen Streamingdienste. Über die Jahre gewann Netflix immer mehr Popularität und dies nicht nur, weil sie immer die aktuellsten Serien im Angebot haben, sondern auch, weil sie seit einiger Zeit auch eigene Netflix Original Serien produzieren. Viele davon sind sehr erfolgreich, wie Orange is the New Black, Narcos, Stranger Things und House of Cards. Netflix wurde 1997 von Reed Hastings und Mark Randolph in Kalifornien, Amerika gegründet. Anfänglich war Netflix eine Online-Videothek und verschickte physische Produkte wie DVDs und Blu-rays. 2002 schon ging Netflix an die Börse und konnte mehr als 5,5 Millionen Aktien verkaufen. 2003 war dann das erste Jahr, in dem Netflix tatsächlich grüne Zahlen schrieb. 2007 begann ein neues Zeitalter. Der Streamingdienst wurde eingeführt. Das bedeutete für die Kunden, dass sie sich Filme online anschauen konnten und sich die DVDs nicht mehr nach Hause schicken lassen mussten. Bis 2010 waren alle Netflix-Dienste ausschließlich für amerikanische Bürger verfügbar. Im gleichen Jahr fing Netflix an zu expandieren. Den Anfang machte Kanada, gefolgt von Lateinamerika, der Karibik und schließlich Europa. September 2014 war dann der offizielle Start für Netflix in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien und Luxemburg. Heutzutage sind mehr als 83 Millionen Menschen bei Netflix angemeldet. Netflix hat ein breites Angebot an Serien, Filmen, Originalproduktionen, Dokumentarfilmen und Kinderserien. Der Großteil ist dabei nicht nur auf Deutsch verfügbar, sondern auch noch in der Originalverfassung in Englisch. Nun kann ich nicht aufzählen, was man alles auf Netflix findet, aber ein paar interessante Serien sollen mal genannt werden. Besonders beliebt auf Netflix sind zum Beispiel Family Guy, American Horror Story, Pretty Little Liars, The Walking Dead, How I Met Your Mother oder The Big Bang Theory. Auch die Serien produziert in Zusammenarbeit mit Marvel, wie Jessica Jones oder Luke Cage, erfreuen sich großer Popularität. Nun gibt es nicht nur Serien bei Netflix Deutschland, auch einige bekannte Hollywood-Streifen oder Blockbuster haben ihren Weg hierher gefunden. Darunter zum Beispiel die Hangover-Reihe, Sherlock Holmes, Kindsköpfe oder Bruce Allmächtig. Deutsche Produktionen wie Kein Ohrhasen, Helge und Bent oder das Bühnenprogramm von dem Comedian Bülent Ceylan sind ebenfalls vertreten. Im Netflix Kids-Bereich findet man etwas für die Kleinen. Hier findet man Serien wie Pokémon, Angelo oder Filme wie Megamind, Shrek, Madagaskar und Oben. In Sachen Dokumentationen bietet Netflix Kaliber wie Planet Erde, Das Wunder Erde, Im Reich der Tiefe und viele weitere. Man erstellt sich ein Profil auf seinem Netflix-Account und beginnt Serien zu schauen. Jedes Mal, wenn man sich dann einloggt, merkt sich das Profil, wo man gestoppt hat. Wenn man zum Beispiel einen Film in der Mitte gestoppt hat, um ihn an einem späteren Zeitpunkt zu beenden, so hat sich das Profil das gemerkt. Ebenfalls weiß es, bei welcher Folge man war, wenn man eine Serie verfolgt und setzt dort automatisch wieder an. Ein Account kann mehrere Profile haben, sodass es kein Problem ist, den gleichen Account mit mehreren Leuten zu benutzen, ohne durcheinander zu kommen. Lediglich gleichzeitig Netflix zu schauen, ist eine Frage des Abos, worauf ich später noch eingehen möchte. Netflix bietet unterschiedliche Pakete bzw. Abos an. Sie unterscheiden zwischen Basis, Standard und Premium. Bei Basis bekommt man nur das Einfachste für 7,99 € im Monat. Man kann Netflix auf einem Gerät wie Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher verwenden und das gleichzeitig. Das ganze Angebot von Netflix steht einem zur Verfügung und man kann jederzeit das Abo kündigen. Im Standardpaket für 9,99 € im Monat kann man Netflix schon auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Zudem kann man die Serien auch in High Definition schauen, was einem im Basispaket vorenthalten wird. Das Premium-Paket für 11,99 € im Monat zeigt das alles auf Netflix in Ultra High Definition. Zudem kann man Netflix gleichzeitig auf vier Profilen schauen, ideal, um es sich unter Freunden zu teilen. Wer sich unsicher ist, ob Netflix etwas für einen ist, weil man nicht weiß, ob man die Serien dort mag oder ob man es ausreichend nutzt, der kann den Gratis-Monat beanspruchen. Jeder hat einmal die Möglichkeit, Netflix einen Monat lang kostenlos zu testen. Ich benutze seit einem Jahr oder so das ganze Einfachpaket von Netflix. Auf Netflix bin ich gekommen, weil ich einige Monate den Account eines Freundes benutzen durfte. In der kurzen Zeit hatte ich mich schneller an den Komfort gewöhnt. Wenn man nämlich eine Serie auf Netflix anfängt, werden automatisch die nächsten Folgen abgespielt. Gelegentlich, wenn man schon wirklich lange dabei ist, wird gefragt, ob man noch zuschaut, was ich außerdem noch super angenehm finde. Das Intro wird übersprungen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wann Netflix das macht, aber meistens wird, sobald man mehr als zwei Folgen oder so schaut, die Einleitung übersprungen, manchmal aber auch nicht.
An diesen Luxus kann man sich wirklich schnell gewöhnen, deswegen habe ich mir selbst einen Netflix-Account eröffnet und bereue es bisher nicht. Besonders wenn man Fan von Serien ist, kann ich Netflix nur empfehlen. Richtig cool ist vor allem, dass man so einfach die Sprache ändern kann, denn ich persönlich sehe mir gerade auch Serien in der Originalsprache an. Mit einem Klick kann man das während des Schauens ändern. Man kann auch noch deutsche Untertitel einblenden lassen, falls das Englisch nicht zu sicher ist. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass Netflix Deutschland bei weitem nicht das Angebot hat, das Netflix in Amerika anbietet. Es ist leider schon oft vorgekommen, dass ich nach einem Film geschaut habe, wo ich weiß, dass er im amerikanischen Netflix angeboten wird, nur um festzustellen, dass er in Deutschland nicht nur verfügbar ist. Ich vermute, dass sich das wohl auch nicht ändern wird. Wenn man unbedingt den vollen Zugriff haben möchte, gibt es wohl eine Methode, um das deutsche Netflix zu umgehen und so im amerikanischen zu landen. Wie genau das funktioniert und inwieweit man sich da in rechtlichen Grauzonen bewegt, weiß ich nicht. Eine kurze Suche auf Google wird es sicherlich Aufschluss gewähren. Ansonsten bin ich zufrieden mit Netflix und finde den Preis von 8 Euro monatlich angemessen, wenn ich überlege, wie viel Langeweile ich sonst hätte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.